persistent you are. You've earned your reputation as the strongest of the Uchiha. I suppose I must force an opportunity upon you. That's one down. I can't let this happen. Lord Danzo! Get him. He couldn't have gone too far after all. Yes, sir! This is it, Shisui Uchiha. I aim for the legs, not the face. Right. Now. I'm not finished yet. Captain! Do it! What? I thought that you were on a mission. Something didn't feel right, so I came back. Glad you did. Sorry for the trouble. The Foundation is involved. Unfortunately, it seems like there's no way to stop the Uchiha's coup. If internal warfare breaks out in the Leaf, the neighboring countries will invade, and war will begin. I was planning on using Kotoa Matsukami to stop the coup, but Danzo took my right eye. He didn't trust what I was trying to do, and he will resort to anything to protect the Hidden Leaf Village. They'll probably come after my left eye, too. Before that happens, I want you to have it. Shisui. You're really the only friend I can trust. Protect the village, and the Uchiha name as well. That isn't the only thing that I need to give you. I'm going to give you a new power, too. The Mangekyo Sharingan. Kiko Sharingan, das ist das, was ich meinte. You can't. I'm not going to last long anyway. Take it as a gift. My dying wish. What's with that look of yours? Even like this, I can still see your face easily, you know. A worried expression just doesn't look good on you. You must always remain calm, my friend. That's what Itachi Uchiha is. I'm positive you can do this. So don't worry.
It'll be fine. I will carry on your will. For the Uchiha. From now on, you may be forced to walk down a long, dark path. One that's filled with pain and suffering. I have to apologize that I can't be with you through it all. Still, I hope you don't falter from your path and keep moving forward as a Leaf Ninja. I believe in you. That is why I'm able to ask you to carry my will and the Mangekyo. Thank you for everything. I guess this is the end of the road for me, but this will pave a new way for you and give you new power. Well, Itachi, now the time has come. Make a new way for yourself with your own hands. You can do it. I know you can. See you, friend. I leave the rest to you. Rest in peace, Shisui. I will carry on your will. I will move forward, believing in the path I choose for myself. That will lead to the future of the village. It will save my younger brother and the Uchiha. For that, I will walk in darkness with these eyes. War's das schon? Dann hätte ich das doch noch im letzten Part bringen sollen. Am Ende des Begehrens. Also ich will dazu nur mal wow sagen. Ich habe richtig Gänsehaut und teilweise kam auch so leicht so... Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das hat mich dann doch sehr mitgenommen. Für die, die vielleicht die Szene nicht ganz nachvollziehen konnten. Also, Danzo hat ihn erst ein Auge genommen und wollte das andere Auge auch noch haben. Denn es gibt wohl anscheinend Techniken, wodurch man dieses Auge auch noch in andere Menschen verwenden kann. Kakashi hat zum Beispiel auch noch ein Auge von einem anderen Uchiha, was er funktionstüchtig benutzen kann. Also es funktioniert bei ihm. Ja. Itachi hat ihn im letzten Moment vor den anderen Anbooster gerettet, vor den Leibgarden von Danzo. Was weiß ich, wie ausgesprochen wird, ist sowieso egal, ist sowieso ein kleiner Pisser. Als er ihn gerettet hat, gut, sind sie halt mehr oder weniger geflohen und er hat sich wirklich das zweite Auge auch noch selbst rausgenommen und dieses Itachi gegeben. Kurz und dann darauf, wie gesagt, dieses Sharingan, was Itachi da jetzt besitzt, bekommt man eigentlich nur, wenn man einen Freund hintergeht bzw. tötet. Und ja, Itachi hat in dem Moment seinen besten Freund getötet. Gut, er hat ihn auch drum gebeten natürlich, um diese Kraft zu bekommen und er hält eh alleine nicht mehr, also an sich nicht mehr lange durch. Aber er hat dies echt gemacht, naja, um ihm einfach eine neue Kraft zu gönnen, sag ich mal. Als nächstes wäre dann jetzt am Ende des Begehrens,
Wir sehen links Obito, rechts sagt mir jetzt so nichts, muss ich zugeben, aber wie gesagt, ich habe auch schon Ewigkeiten nicht mehr geguckt. Obito spielt allgemein auch eine relativ große Rolle. Das Auge, was Kakashi hat, das Sharingan, was Kakashi hat, ist von Obito. Obito hat Kakashi damals eins seiner Augen vermacht, als er im Sterben, mit Anführungszeichen, im Sterben lag. Für alle, die das genau wissen wollen, den empfehle ich auf jeden Fall den Manga oder den Anime. Wir werden jetzt nochmal einen freien Kampf machen. Denn ich möchte diesen Part jetzt nicht einfach so beenden, ohne dass überhaupt mal Action abkam. Weil es waren jetzt 10 Minuten und davon waren 9 oder 8 Minuten pure Story, sag ich mal. Ich meine, geile Story, aber ich habe nichts gemacht. Und ich will euch wenigstens noch einen Kampf geben, ich sag's mal so. Dann habt ihr wenigstens auch ein bisschen Action gehabt. Gucken wir doch mal, mit was wir so kämpfen können. Wir machen ein Versus Duel, ein ganz normales. Ich gegen Computer, Einzelkampf ohne Team. So. Hier sehen wir auch schon die Charaktere, die ich momentan alle freigeschaltet habe. Ich habe zum Beispiel auch schon hier Madara. Den kriege ich wahrscheinlich auch nochmal im Turnier oder sowas, aber ich habe bereits, wie hieß es denn? Netzdoppelgänger oder so, irgendwie sowas, und da habe ich diesen halt schon bekommen. So, wir werden mit Itachi, weil wir die Story ja jetzt gerade so schön durchgemacht haben, gegen Shisui kämpfen. Um zu gucken, was uns erwartet. Aber diesmal wirklich mit Itachi und nicht mit Shisui. Einfach nur mal, um, ich sag mal so, den Tod nachzustellen. Ich weiß es leider gar nicht, wo die jetzt waren. Wir gehen einfach mal in diese Ebene rein. Ist ja egal. Gucken wir mal, was uns erwartet. Gut, dieser Itachi passt jetzt natürlich nicht ganz so, weil wir bereits das Dings haben. Das Akatsuki-Dings, den Akatsuki-Umhang. Der hätte ich vielleicht mich nochmal umziehen sollen, egal. Sora, Sora! Burnout. Burnout, Bitch. Und ich komme! Bam! Erwischt. Fool. Du denkst, du kannst mich besiegen? Ich bin Itachi, Mann. Burnout, Mann. Und nochmal ein Burnout. Ach komm. Und ich hab ihn wieder. Und nochmal ein Burnout. Und nochmal ein Burnout. Okay, da war ich ja wieder raus. Also einmal Shuriken. Ja, dann nimm du ein bisschen Distance, ich komme sowieso nach. Um dir nochmal eins ins Gesicht zu geben. WTF. Wie schnell er sich drehen kann einfach. Ich will sein Ulti zu sehen. Ja, ja, Firestyle, Fireball Ulti. Erwischt. Totsuka Blade. Shisui, I will take this match. Game over. You are weak. Alter, das war dein bester Freund. You are weak. Ja, und damit habt ihr jetzt auch noch einen ganz kleinen Kampf gesehen, so. Ja, und meine höchste Auszeichnung, die ich bis jetzt bekommen habe, habt ihr auch gesehen. Das ist nämlich jetzt dieses S. Tja. Das war's auch schon. Tut mir leid, dass jetzt hier nicht mehr so viel zu sehen war, aber... Naja. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Ciao.